Ey, Leute, wisst ihr was? Ach, lass mich in Ruhe. Ah, okay, dann mach ich nicht. Ja, 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 ist ein Gott. Ja, 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 dann lass ich euch in Ruhe. Ist in Ordnung. Ja, 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 ja. Warum ist er denn jetzt gerade gesprungen? Ist er jetzt gerade so ein bisschen besoffen oder was? Ist er besoffen? Auf einmal regnet sie. Was ist denn da los, Kerle? Was ist da los, Kerle? Was ist da los, Kerle? Jetzt muss ich erstmal mit dem Kollegen hier schrecken und sagen, dass er seine Schmiede benutzen kann. Hol deinen Hammer. Du hast Arbeit. Du hast es geschafft. Wie hast du das denn angestellt? Ich bin fancy. Ich musste für dich bürgen, also enttäusch mich nicht. Du kannst ganz beruhigt sein. Ich bin froh, dass ich überhaupt arbeiten kann. Geil, geil, Alter. Dann hau mal Kirolots Lederbeutel. Der liegt doch hier rum. Sag mal, ist der, hat der gekifft oder was? Kirolot! Hör mal, hey, auf, das Hühnchen zu drehen. Ich habe hier was für dich. Ich glaube, ich habe deinen Geldbeutel gefunden. Was? Wo? Welcher Mistkerl war das? Er lag drüben bei der Schmiede. Wo? Bei der Schmiede? Das ist doch sicher einem Drachenjäger aus der Tasche gefallen. Erzähl mir doch nichts. Hallo? Weiß ich doch nicht. Willst du mich verarschen? Du bist es doch gewesen, gib's zu. Du kannst mich mal. Ich werde dich lehren, anständige Leute zu beklauen. Och, Kirolot. Aber das muss doch nicht sein. Ja, das wollte ich nicht. Der ist reingelaufen. Das habt ihr genau gesehen. Tut mir leid, lieber Herr Waffenknecht, aber... Ich hab den Lederbeutel jetzt, nö. Also, das Spiel können wir gerne mit meinen Regeln spielen. Da habe ich kein Problem mit, Kirolot. Nö, ehrlich nicht. Wenn du meinst, mich hier bezichtigen zu müssen, einer Straftat, die ich nicht begangen habe, ne... Und mir dann noch aufs Maul hauen zu müssen, ne, dann gibt's aber, dann ist hier richtig Manschare, Leute. Dann verstehe ich auch keinen Spaß mehr. Ich meine, ihr kennt mich ja, ich habe ja so ein bisschen Humor, ich bin ja immer ein Lustigen, aber da ist bei mir definitiv vorbei. Oh Gott, ich dachte, er wäre jetzt wieder auf Krawall. Kirolot! Hey, you! Du bist ein Schläger, hau ab! Das wird Kommandant Garand nicht gerne hören. Dafür musst du zahlen. Ja, von deinem Geld. Kann ich das aufmachen? Komm, jetzt ehrlich. Jetzt ist mir egal. Olafs Beutel. Oh je. Das ist viel zu langweilig, das alles zu öffnen. Hier die goldene Schatulle, Schatzkiste. Haufen Zeug. Geil. Gib her. Noch mehr. Money, money, money. Ne, der Rest ist mir zu blöd, den zu öffnen. Dauert viel zu lange. Honigtabak. Träne, Pfeffer. 300 Gold erhalten. Oh Gott. Ich hab's immer noch. Ha! Seht mal, Leute. Und wenn das jetzt unter 300 Gold sind, habe ich ja mit meiner kleinen Prügelei ein wenig Gewinn gemacht. Habe ich sowieso, weil ich ja Experience gekriegt habe. Oh, da ist er jetzt gleich. Pass auf. Ich sehe es nicht gerne, wenn es Schlägereien zwischen meinen Männern gibt. Boah. Also wirst du deine Strafe dafür zahlen. Ich hab nicht angefangen. 150 Goldstücke. Oh, das ist ja ein Gewinn von 100%, ne? Ich will die Strafe zahlen. Gut, dann werde ich die Jungs wieder beruhigen. Aber mach so einen Scheiß nie wieder. Ja, ja. Warum erfahre ich das erst jetzt? Ja, ja. Mach ich nicht. Ich werde in Zukunft einen Anständigen sein. Einen Anständigen. Ja. Geht's da rein? Ohne, dass ich verkloppt werde? Da, schau mal einer an. Ah, bin eine Kofe. Raus aus meinem Bett! Sag mal, ja. Das kann man doch netter sagen. Du schläfst aber doch eh nicht drin. Du schläfst ja nur mit deinen Füßen im Bett und der Rest deines Körpers ist so ein bisschen überhalb des Bodens. Ja, und dann sagst du, ich würde das hier blockieren. Das halte ich ja für ein Gerücht. Gut! Da werden wir jetzt einfach mal ganz fancy hier mitten in der Nacht in den Magiertempel gehen und sagen, dass das alles cool ist. Hey, you. Ich will Finderlohn für deinen Geldbeutel. Ich will Finderlohn für deinen Geldbeutel. Du kannst wohl ein paar aufs Maul haben. Sag mal, nicht schon wieder. Ich mach nichts. Leute. Aufhören, sofort. Meine Güte.
Ach so, er wollte mir helfen. Beim letzten Mal. So, und damit ist das Spiel jetzt vorbei, oder was? Da ist nichts zu holen. Ach so, armer Waffenknecht. Das tut mir so ein bisschen leid. Da bist du ja. Also... Schinken. Ich kann dir diesen Schinken geben. Klar. Schinken, Käse. Klar. Wurst. Klar. Fleisch. Oh, ein Stück. Klar. Suppe. Ich denke. Ja, mehr. Wurst. Ein Stück wo? Ja, mehr. Käse. Wie wird? Ja, mehr. Mehr habe ich nicht. Mehr habe ich nicht. Und das soll ich dir glauben? Na gut, besser als nichts. Hier hast du ein bisschen Gold dafür. So, ich muss zurück auf meinen Posten. Sag mal, weißt du, wie viel ich dir gegeben habe, Garond? Geralt, meine ich. Das ist ein undankbares Pack. Pack, das ist das richtige Wort für diese Lachsnacken hier. Das ist ein Pack. Warte mal, sieht das jemand? Nö, wahrscheinlich nicht. Na, Jan? Das ist ein Kampf unter Söldnern. Alles Pfeff. Ja, es lief auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Kannst du glauben. Aber warum sterben die denn alle jetzt auf einmal? Das habe ich mir nicht so gedacht. An Sachen, die dir nicht gehören. Ach so. Das ist ja nur das Problem, dass ich ihn beklaut habe, mal wieder. Das ist auch so eine Eigenart von Gothic 2, die ich wahrscheinlich in meinem Leben jetzt noch nicht mal wirklich verstehen werde. Das heißt doch, ich verstehe schon, warum das so ist, aber... Naja, zwischen einem verstehen, warum das so ist und es nachvollziehen können, dass es so ist. So von wegen, ja, das ist jetzt irgendwie cool, finde ich schon gut, dass sie das so gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ja, ist schon eine ganz große Spalte. Warte mal. Ich muss irgendwo meine Rüstung verbessern können. Kann ich bei dir eine Rüstung kaufen? Wenn ich welche hätte, würde ich sie dir verkaufen. Leider habe ich keine. Kannst du mir denn eine anfertigen? Nun, wenn du was Besseres haben willst, musst du mir schon die Materialien beschaffen. Klar. Was brauchst du? Du willst doch gegen die Drachen kämpfen. Bring mir Drachenschuppen. Damit müsste ich dir was zusammenzimmern können. 20 Stück sollten reichen. Was ist in der Burg alles passiert? Nichts. Kann ich die Drachenschuppen denn schon nehmen? Wer bringt mir das denn bei? Entspann dich wieder. Entspann dich wieder. Du hast ja deinen Geldbeutel wieder. Reiz mich nicht, Bursche. Zieh Leine. Kann der mir noch was beibringen? Oder ist er da jetzt einen Wütenden? Ich will trainieren. Nö. Das ist so, als wäre es heute der glühende Morgen. Ich könnte theoretisch jetzt Lernpunkte dafür rausbraten, dass ich hier Einhandkampf lerne, aber das will ich erstmal nicht. Was? Gut, dass du kommst. Hier ist die Hölle los. Yo. Viele von uns sind mittlerweile echt beunruhigt. Und glauben nicht mehr so recht daran, dass wir hier jemals wieder lebend rauskommen. Tut ja auch nicht. Ich habe gehört, du seist der beste Armbrustschütze weit und breit. Wenn man das sagt, wird es wohl stimmen. Was willst du? Ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Du bist in Ordnung. Also, wenn du was lernen willst, dann helfe ich dir. Wart ihr hier oben nicht zwei Wachposten? Jetzt nicht mehr. Sengrad stand hier auf den Zinnen und ist dann auf einmal eingeschlafen. Seine gute Armbrust ist bei der Aktion heruntergefallen. Man konnte gerade noch erkennen, wie einer der Orks damit in der Dunkelheit verschwand. Sengrad wurde davon wach und ist einfach in die Nacht zu den Ork-Palisaden gerannt und kam seither nicht wieder. Innos, steh uns bei. Das war ja auch ein bisschen doof von ihm, ne? Vielleicht hole ich die ja wieder. Hab ja jetzt schon so eine kleine Einkaufsliste mit, was ich ja alles besorgen muss. Oh Gott. Ach du Scheiße. Sehr viel mehr Leute jetzt. Das ist so ein Elite-Ork, das sehe ich doch von hier. Oh Gott. Nein, nicht sterben. Hallo? Hä? Hilfe! Lebst du noch? Ja. Er ist noch ein Lebenden.
Hier warst du eigentlich relativ safe, oder? Hier ist so ein Elite. Yeah. Org Elite. Wenn ich das schon höre, ne? Da gehen ja bei mir gleich die Knöpfchen runter. Da fahre ich 50. Damit ja keiner in mein Auto reinkommt. Aber wie soll ich das denn machen? Habe ich noch so eine Verwandlung in so einen Drachen irgendwas? Feuerwaran, Lurker, Schattenläufer, Windhose, Kugelblitz, Wolf, Drachensnapper, ja, aber vielleicht geht auch ein Feuerwaran, weil die Feuerwarane nämlich richtig einen raushauen können. So, dann versuchen wir es mal. Nein, ich bin das Drecksviech. Achtung! Das macht eigentlich viel mehr Schaden. Zumindest wenn ich da gegen die Viecher kämpfe. Hilfe! Mami! Das ist voll gemein. Die sind zu stark. Nee, das kann ich abessen hier. Da gehe ich nochmal laden. Aber Wolf müsste ja eigentlich auch schon klappen. Ein Wolf. Nein, ich bin kein Bösen, ich bin ein Wolf. Komm her, Mist. Nee, das war Wolf rufen. Das war falsch. Was war's mit dir, Mist? Ja. Moin. Wollt ihr hier rauf? Wir können gerne mal ein bisschen fight me of life. Ich bin hier der King Master of the Universe. Ich bash euch alle. Die haben hier nachgerüstet, das ist voll unfair. Der eine guckt mich sogar an, aber der will gerade nicht. Der ist so ein bisschen. Weiß auch nicht, was mit dem ist. Ich mach das jetzt so. Ich bin ein Feuerwaran. Ihr seid mir nicht böse. Jawohl. Und wir müssen jetzt da oben rechts auf dieses komische Dings da drauf und dann mit denen reden. Wenn man das Reden nennen kann. Und hier ist wieder alles voller Snapper, ich glaube auch. Gut. Durch sind wir auf jeden Fall schon mal. Na, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen. Ich habe die ganze Zeit so einen Geschmack von Schokolade so im Rachen. Was ist das? Schokolade? Ja, heute gab es bei mir gar nicht Schokolade. Ich bin ja wieder auf dem Trip. Muss ja wieder abnehmen. Ich bin auf dem Trip, Alter. Voll heftig. Geil. Vielleicht würde ich das ja hinkriegen. Was ist das eigentlich für eine Armbrust, die ich da trage? Wo habe ich die her? Hab ich die schon immer? Ja, magische Armbrust. Benötigte Stärke 200. Aber das skaliert ja mit Geschick und nicht mit Stärke. Das ist voll gemein. Brüste sind gut, aber Armbrüste hier, die können es irgendwie nicht. Guck mal hier, ich kann hier versuchen. Nee, Pass im Minental ist falsch. Ich versuche jetzt einfach mal den abzuschießen. Ja. Mit der 8. Nee, 8, 9, 8, 9, 8. Oh Mann, nimm dir doch mal ins Target. Du siehst ihn doch von hier. Da, guck. Einen! Sag mal! Wow! Und Feuer! Und Senf und... Oh Gott! Ja, das kannst du abessen. Ja. Aber ich muss ja irgendwie hier durch. Wie geht das denn? Wäre das Skyrim, wäre das ganz einfach, aber das ist nicht Skyrim. Das ist WoW. Kratzt er sich am Arsch. Okay. Den habe ich rausgelockt, das ist gut. Das sind zwei! Voll feige. Darauf war ich nicht vorbereitet.
das stand in meinem Portfolio gar nicht so drin. Ich habe immer noch keine neuen Heiltränke. Fällt mir gerade mal so auf. Aber ich habe es trotzdem irgendwie hingekriegt. Muss ich jetzt wahrscheinlich wieder all meine Würste essen hier. Ja, oder drei davon. Geht auch. Nur drei davon und dann noch ein 50er. Den falschen wohlgemerkt. Elixier der Stärke, Stärkebonus nur 3, also. Das ist ja eine Tropfe auf die heiße Steine. Habe ich jetzt gespeichert? Ich speichere einfach mal nochmal, weil das so gefährlich ist. Ah, Feuerfall. Ich bin gar nicht so krawallgebunden. Ich will heute nichts. Mann! Wieso sind da zu viele auf einmal? Da muss ich den ganz schnell kaputt kriegen. Der soll mal aufhören, so feige zu blocken. Ist das hier der Tank oder was? Feige! Na, toll. Na gut. Wir haben ja gesagt, wir wollen in den Sumpf und dann gehen wir jetzt in den Sumpf. Aber vorher schmeißen wir uns mal hier so ein Gaspacho rein. Eine schöne, lockere, kühle Paste da, voll mit Tomaten und Gemüse und lecker. Ist wie Sangria, nur ohne Alkohol. Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Bin ich eigentlich jemals hier lang? Ist auch gefährlich, ne? Bin den Mutigen. Bin. Oh, Baby. Ich laufe mit meinen geilen Fies. Sag mal, was soll das? Das ist so nervig. Das ist so nervig. Das ist einfach nur nervig. Leute, das ist nervig. Ist es nervig? Ja, es ist nervig. So fühlst du dich, wenn du davor wegläufst. Und dann hinten kommen die Jungs. Laufen in einer Linie und fühlen sich stark. Ucha-cha-cha, ucha-cha-cha, ucha, ucha, ucha-cha-cha. Ich laufe hier, hab Angst und renn weg, gib Fersen Geld und. Ich will nicht mehr. Ich brauch Urlaub. Ich hab. Oh ja! Hier sind ja nochmal welche, sag mal. Na, was ist hier eigentlich los? Früher gab es hier zumindest noch mal so ein paar Wege, wo man lang konnte und dann hat man da nichts aufs Maul gekriegt, aber jetzt. Oi, 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 oi. Ja, frag mal nicht nach Blütenstaub. Da gibt's auf der Fresse. Okay. Nein! Nein! Das wollte ich nicht. Oh, jetzt wird's mal spannend. Das ist wie American Gladiator, das hier jetzt gerade. Da gab's auch so eine Disziplin, da mussten die so eine Wand hoch. Da gab's einen, der hieß Rocket, ey, der war der schnellste. Der hat richtig Knallgas gegeben. Also der war innerhalb von 3 Sekunden da so eine dämliche Wand hochgelaufen. Deswegen hieß er auch Rocket. Das war auch erst ein Kandidat. Kann man sich das, dieses American Gladiators mit Hulk Hogan, kann man sich das noch irgendwo mal angucken? Ach, da ist einer drin. Ucha. Bist du einen Harten hier in deiner Höhle oder was? Wie hab ich das denn vorher gemacht? Ich war doch schon mal hier. Die ist zu weit entfernt. Andersrum. Ich war hier schon mal drin. Aber da war das nicht so heftig. Da war das alles noch lieb. Leute. Deswegen müsst ihr auch immer eure Pflanzen gießen, wenn ihr im Urlaub seid. Beauftragt am besten so einen Nachbarn, der das machen kann. Ah. Vielleicht habe ich mich auch gerade so ein bisschen falsch entschieden, dass ich hier lang gegangen bin. Was sind das denn hier für Jungs? Und Feuerwarane, ey, ich mach doch hier. Sag mal, wie soll ich das schaffen? Nee, Leute, jetzt echt. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich mir meine Drachenjägerrüstung anziehe und einfach mal den Leuten auf die Fresse haue. Nö, hier, du zuerst. Einfach mal so einen Rückweg hier und dann Gas geben und
Hauptsache nicht von denen irgendwie geärgert werden. Augen zu und du. Oh nee, Feuerwarane, nein. Oh, Krieger und Wagen. Hilfe! Hier sind auch alles Feuerwarane. So, was soll das? Warum ist hier alles so kaputt? Mami, warum ist hier alles voll mit bösen Viren? Warum? Aua. Ja, dich versuche ich jetzt. Pass auf. Guck mal hier. Selbst das schaffe ich nicht. Wo muss ich denn hier lang? Was ist denn hier die ideale Lauflinie? Ja, klasse. Jetzt habe ich auch keinen... Oh, Mann. Jetzt kann ich noch nicht mal mehr sprinten. Ey, was ist denn hier los? Na gut. Wenn ich schon höre, dass mehr als ein Schwert gezogen wird, ne? Da kriege ich schon wieder zu viel. Lauf! Spring über den Zaun, du Lachsnacken! Ey, was ist hier los? Da bist du selber schuld. Also da habe ich kein Mitleid. Also wenn du da jetzt so... Eigentlich müssen sie dich mit deinen eigenen Zehennägeln füttern jetzt. Versuchen wir es nochmal. Hier über den Zaun, da wird er voll geil laufen hier. Halt auf! Der... Bist du blöd, über den Zaun zu springen? Kein Mitleid, wenn du da stirbst, das ist dann einfach so. Zur Burg. Machen wir es mal so rum. Ja, ich speichere hier einfach mal. Von hier werden wir es irgendwie hinkriegen. Schmeiß mir jetzt nochmal ein Spumante rein hier und dann geht das. Le, 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 le. Ich bin den Schnellen. Ich bin den Schnellen. Ich kann laufen wie ein Hengst, 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 Hengst. Gibt's hier noch was? Die ganzen Leute, die ich schon verprügelt habe. Die sind jetzt aber alle ausge... Biff gibt's noch. Nee. Biff ist mir zu blöd. Für dich arbeiten, ja, ja, im Prinzip schon, aber irgendwie Biff, nö. Jeder außer Biff. Aber Biff ist dann... Der entspricht leider nicht meinen Qualitätskriterien. Apropos Qualitätskriterien, wo kann ich jetzt hier noch durchlaufen, ohne dass hier 100.000 Orks rumeiern? Soll ich erstmal den Eisdrachen versuchen? Ah nee, das ist alles schon wieder voller Feuerwarane. Ey, sag mal, hackt's bei denen? So einen normalen Waran kriegen wir relativ schnell kaputt, aber so Feuerwarane, nee. Warum ist das so schwierig, so schwierig, so schwierig, so ausgesprochen schwierig, so schwierig war es noch nie? Und wie kommen wir jetzt hier lang? Ich bin jetzt ja so ein bisschen gefährlich nah an den Ork Befestigungswall Gedönserad. Okay. Das haben wir. Ist hier noch was, was wir brauchen können? Lederbeutel. Trank, Streitaxt. Streit! Tschüss. Leute, ich hab's gehört. Wow, Helikopter! Und so ein Lurker hier. Meinen die das ernst? Hier, guck mal, noch drei. Achtung! Eins. Ne, vier sind sogar. Entschuldigung, habt ihr nicht gesehen. Muss aber trotzdem aufs Familienfoto. Hehe. Und was ist hier? Da ist ja sogar hey. Einer. Moin! Du siehst aus wie ein Jäger, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Ja, hast wohl recht. Aber was will man machen? Ich komme nicht mehr über den Pass. Also bleibe ich hier und tu das, was ich am besten kann. Komm an mein Feuer und wärm dich ein bisschen. Bist du ein ehemaliger Gefangener der Barriere? Na nein, wo denkst du hin? Ich wollte das Geschäft meines Lebens hier draußen machen. Irgendeiner von hier hat mir erzählt, dass es hier draußen die besten Jagdgebiete geben soll. Fette Beute, wenn du verstehst, was ich meine. Das Einzige, was es gibt, seit die Orks hier eingefallen sind, ist auf die Fresse, wenn du dich zu weit raustraust. Ich hab mir von dem Idioten einen Floh ins Ohr setzen lassen. Ich kenne diese Spaßvögel. Dir geht's aber offensichtlich recht gut.
Naja, beschweren kann man sich nicht. Die Flussgebiete sind trotz der verdammten Orks noch am ungefährlichsten. Die trauen sich scheinbar nicht ans Wasser. Vielleicht auch nur Zufall. Keine Ahnung. Was jagst du hier am Fluss? Was für eine Frage. Da brauchst du nur mal am Fluss entlang zu marschieren und du weißt, was ich hier jage. Lurker natürlich. Die Viecher sind zwar nicht leicht zu kriegen, dafür schmecken sie aber umso besser. Ab und zu läuft mir auch mal ein Scavenger über den Weg. Den schlage ich natürlich auch nicht aus. Ja, wenn du es sagst. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Ach so. Jetzt bist du also auch auf den Geschmack gekommen. Na schön. Das kostet aber wie was. Wie immer. Was willst du dafür haben? Hast du irgendwas anderes zu essen als Lurkerfleisch? Vielleicht ein Stück Käse? Ja, ein Stück Käse. Ich würde sterben für ein Stück. Mal sehen. Cheese. Hier hast du deinen Käse. Bringst du mir jetzt was bei? Ehrlich, du hast was? Oh Mann, wie lange habe ich das schon nicht mehr gegessen. Danke. Wie war das? Ach ja, sicher. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Nichts. Herz nehmen ohne Schall. Das ist das. Nee. Brauche ich nicht. Obwohl Herz nehmen. Was kannst du mir beibringen? Brauche ich das für die Drachen? Herzen von magischen Wesen sind sehr selten und schwer zu bekommen. Sei vorsichtig dabei, vor allem bei jeder Art von Golems. Ja, dann kann ich das jetzt, danke. Hast du jemanden vorbeikommen sehen? Ja, hier sind in letzter Zeit ganz schräge Vögel am Werk. Sie rennen in aufgemotzten Rüstungen rum und machen auf wichtig. Was wollten die schrägen Vögel hier? Sie fragten mich nach Proviant und Ausrüstung. Mann, ich habe selbst kaum was. Erzählten was von Drachentöten und so ein Zeug. Wer weiß, wo die Jungs herkommen, aber besonders vertrauenserweckend sahen sie nicht aus. Nee. Bist du momentan allein hier? Ja, mein Kumpel Engrom hat sich vom Acker gemacht. Gestern noch meinte er, er hätte eine Vision. Jemand soll ganz leise zu ihm gesprochen haben. Ich habe gar nichts gehört. Ich dachte noch so bei mir, der spinnt wohl. Und dann war er auf einmal verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wohin. Wenn du Engrom irgendwo sehen solltest, dann sag ihm mal, dass er mir noch eine Lurkerhaut schuldet. Der Mistkerl. Oh. Vielleicht. Vielleicht aber auch morgen. Bis dann. Tschüss.